Lakarin pa na. Naalala ko tulong kayo si Wengani. Remember yung ating memories. Einstein, sa kabila lang. Ay, naglakad tayo ng napakahaba-haba. Buntis pa ako ay David. Just, say lustig eh. Kasi cubes. Siya? Mm. Okay. Barang kami siya smoked. Naya, tingin ko yung informasyon. Ah, okay. Google ko yung asawa ko eh. Tamad ako magbasa. Sabi ko, ano ba yan? May mga information na nakalasulat dyan. Tamad ako magbasa. Siya ang aking Google. Google pa more. So, ito ngayon, bagong statue na naman kung sa German pa. Bagong restaurant. Kakapagod. Pagod umakyat. Sabi ng asawa ko dito na kami. This to that. So, dito na kami. So, grabe. Doon kami galing sa pinakababa. Pag wala palang tao, grabe. Sa pinakababa galing. Kailangan ng jacket kasi malamig sa loob. Kailangan ng jacket. Asawa ko inaayos ang damit ko kasi ganito daw ang susuot para kami mga astronaut. Inaayos ang asawa ko yung damit. Tapos mayroon pa akong isa kakit. Sa auto. Kaya disin may nyo swipe pa din. Yeah, yeah. Basta just ich nehme mal an, dass Sie jeweils frisch gewaschen sind und es bekommen. Sa auto nang sasara yung damit. So, bevor wir anfangen, ganz kurz, wie viele Deutschsprachige haben wir hier? Hand hoch. Okay, das heißt Mehrheit, fast 30%. How many English speakers do we have here? Hands up. Okay, you know. Okay, that's fine. So,
ich darf euch ganz herzlich mit dem traditionellen Bergmannsgruß Glück auf hier in Hallstatt im ältesten Salzbergwerk der Welt begrüßen. Mein Name ist Sophie und ich bin heute euer Tourguide. Wir werden gleich durch diese erste weiße Tür durchgehen und dann durch ein Drehkreuz. Durch das Drehkreuz bitte einzeln durchgehen. Das zählt nämlich mit, wie viele Personen an meiner Tour teilnehmen. Das ist insofern wichtig, weil wir nach der Tour dann nochmal durchzählen. Und dann wissen wir, ob ich jemanden verloren habe. Ja, ihr lacht, aber das passiert leider. Um genau das zu vermeiden, wichtigste Regel im Bergwerk, bitte immer bei der Gruppe bleiben. Unser Tunnelsystem ist über 30 Kilometer lang und finster. Das heißt, ihr werdet nicht alleine wieder rausfinden. Bitte auch nicht noch anlegen. Direkt nach dem Drehkreuz gehen wir dann die Treppen rauf und treffen uns dann wieder. Draußen könnt ihr von mir aus die Maske nochmal abnehmen und frische Luft atmen. Im Bergwerk drinnen aber bitte auflassen, sodass wirklich Mund und Nase bedeckt sind. So, I'm greeting you with the traditional miners salute. Glück auf here in the oldest salt mine in the world. My name is Sophie and I will be your tour guide today. Soon we're gonna walk through this white door and then great crossing. Please pass it one by one because it counts how many persons are with me. After the tour, I'm gonna count again to make sure nobody got lost. To prevent getting lost, please make sure you always stay with the group. Our tunnels are over 30 kilometers long and dark. I assure you, you won't find out alone. Please don't try it. After the crossing, we're gonna walk upstairs and then we'll meet again at the Christina Gallery. As long as you're outside, you can take off your face mask, but please keep wearing it the whole tour in the mountain. Sollten sich für euch irgendwelche Fragen oder Probleme ergeben, bitte nicht schüchtern sein, einfach direkt an mich wenden. Und die Knöpfe, die ihr da unten an den Hosen habt, sind keine Deko, die bitte zumachen, das sind Sicherheitsknöpfe. So, the buttons you have here are now here on the trousers. They are not there for fashion reasons, please close them. Also, if you get any problems or questions... Sabi nung asawa ko, para daw kaming gagawa ng tinapay. Sa bakery kasi nakaputi lahat. So, andito na. Naka-uniform kami lahat. Meter über dem Meeresspiegel und 420 Meter über dem Hallstätter See. So, here we are now right in front of the Christina Gallery. The name is from Elisabeth Christina von Braunschweig and she was the mother from the Empress Maria Theresia. It was opened in 1719 and it's 928 meters above the sea level. So here we are, about 420 meters above the lake down there. Wir werden jetzt etwa 350 Meter geradewegs in den Berg hineingehen. Nach 200 Metern passieren wir die Salzgrenze. Das ist hier, weil bei uns ist so viel Salz, das ist auch in der Luft und kristallisiert an den Seiten. Right after the first door, you're gonna notice some fluffy white stuff on the walls. Don't worry, it's nothing bad, it's just the so-called hair salt. This is here because there's so much salt, it's also in the air and crystallizing on the walls. If you want, you can touch it and you can taste it if you like. But before you lick something in the mountain, please think twice. We have about 100,000 visitors each year, and everyone could lick everything. 2.5 weeks ago, two guys licked the ceiling. So you never know. Also, if you see something looking really tasty, especially at this height, that's a licking hotspot, please miss that one. Beim Reingehen bitte zwischen den Schienen laufen gegen Bakterien. Horizonte in einem Bergwerk kann man sich vorstellen wie Stockwerke in einem hohen Gebäude. Bitte Blitzlicht direkt in mein Gesicht.
Es gibt ja da auch Rutschen bei der nächsten zu zweit. So, eine nach vorne strecken. Viel Spaß, Laura. Sorry, ich bin noch einmal, dass ich Bauer gehabt habe. Nicht schlecht, komm ich nicht auf. Da war ich da. Alter, nimm mal ein Sinn. Da war ich da. So gut, dass ich so nicht da. Danke, Chatsi. Ja, und da gehen wir nochmal ein Sinn, ne? Schaffst du? Ja.